Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Tribünen, ich freue mich, dass wir überhaupt mal wieder über die Ausrichtung des Sozialstaates diskutieren. Und auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an die FDP für das Themensetting heute. Aber an der Stelle endet das Danke dann auch, weil das, so wie Sie über Soziales sprechen, ist es einfach immer unerträglich. Sie haben natürlich, das verstehe ich, als Mövenpick-Partei eine andere Schwerpunktsetzung, aber Sie sagen einfach die Unwahrheit, wenn Sie behaupten, das sei nicht finanzierbar. Wir als Linke sagen, und das ist die entscheidende Fragestellung, was ist politisch gewollt in diesem Land? Und wir freuen uns als Linken über die Initiative der SPD und sind gerne bereit, bei der Wiederherstellung des Sozialstaates mit anzupacken. Und ganz ehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, wenn die FDP und die Union quietschen, dann beweist es letztendlich doch nur, man ist auf dem richtigen Weg. Die Debatte über die Distanzierung von der Agenda-Politik, die wird in den Betrieben wahrgenommen. Viele Beschäftigte hoffen, dass man in Berlin nicht länger die Augen vor der Realität verschließt. Und es ist völlig okay, dass viele der Ideen, die jetzt auf dem Tisch liegen, eigentlich von uns sind. Weil es geht hier nicht darum, wer hat es erfunden. Es geht darum, was wird gemacht und vor allem, wie setzen wir es um. Um mal auf ein paar Punkte einzugehen. Die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist eine Forderung, die wir schon sehr lange haben. Da sind wir natürlich mit dabei. Die Stärkung von Tarifverträgen, indem man den Arbeitgebern das Vetorecht nimmt bei der Allgemeinverbindlichkeitserklärung der Tarifverträge, ist unsere Forderung, da sind wir natürlich mit dabei. Und die Verlängerung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeld I ist schon ein Antrag von uns in der letzten Legislaturperiode gewesen. Auch da gehen wir gerne mit. Und die Grundrente, die atmet zumindest den Geist des Sozialstaates, auch wenn es von der Bürgerversicherung, wie wir sie fordern, noch meilenweit entfernt ist. Aber man muss natürlich auch die Kritikpunkte benennen. Und da gibt es im Wesentlichen zwei. Sie benennen zwar Hartz IV in Bürgergeld um, aber Sie ändern nichts an dem Sanktionsregime und an der Systematik. Und Sie erhöhen nicht die Regelsätze, die eh von Ihnen künstlich kleingerechnet worden sind über all die Jahre und die nicht für eine menschenwürdige Existenz ausreichen. Und der zweite Punkt ist, in Ihrem Sozialstaatskonzept fehlt völlig die Regulierung des Arbeitsmarktes. Ein Drittel der Menschen hierzulande, die erwerbstätig sind, die sind arm. Und es ist arm trotz Arbeit. Doch dazu sagen Sie nichts, und das, obwohl Ihr Konzept den Titel Arbeit trägt. Mindestlohn und Tarifbindung haben nicht nur mit der Regulierung des Arbeitsmarkts zu tun. Sie sagen nichts zu sachgrundloser Befristung, zu Leiharbeit, zu Minijobs und so weiter. Gegen all diese Verheerungen der Agenda-Politik habe ich fast 20 Jahre lang als Betriebsrätin gekämpft. Und deswegen weiß ich, wie es ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen bereit sind, jede Arbeit, sei sie noch so schlecht bezahlt, anzunehmen. Wie es ist, wenn Leiharbeiter 1.000 Euro im Monat weniger verdienen als Festangestellte und was das mit Belegschaften macht. Prekäre Beschäftigung drückt Löhne, diszipliniert Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und ganze Belegschaften und schwächt Gewerkschaften. Sie geben weiterhin ein Bekenntnis zum Niedriglohnsektor ab. Und Ihre Parteichefin Andrea Nahles, die ist sich nicht mal zu blöd dafür, diesen Niedriglohnsektor auch noch dann als Begründung ins Feld zu führen, warum die Hartz-IV-Regelsätze weiterhin so niedrig bleiben müssen, obwohl man von der menschenwürdigen Existenz nicht sprechen kann. Die SPD spielt damit Erwerbsarme gegen Erwerbslose aus. Das machen wir als Linke nicht mit. Und ich kann Sie nur davor warnen, die Menschen erneut durch leere Versprechungen, mit deren Versprechungen zu enttäuschen. Das würde nur die größte Oppositionspartei hier im Hause stärken, und ich glaube, das wollen wir alle nicht. Zum Schluss noch mal an die Adresse der FDP. Hören Sie auf mit dieser Haushaltsdebatte. Sie ist scheinheilig. Eine Austrocknung des Niedriglohnsektors würde die Sozialkassen stärken, weil weniger Steuerzuschüsse notwendig wären, und Geld ist genug da. Es ist nur falsch verteilt. Und es wird Zeit, dass wir durch eine andere Steuerpolitik endlich wieder zu einer gerechten Vermögensverteilung in diesem Land kommen.
Aber jedem muss klar sein, dafür braucht es andere politische Mehrheiten in diesem Haus und in diesem Land. Vielen Dank. Nächster Redner, Sven Lehmann, Bündnis 90 Die Grünen.